Was sind das für Männer, die den höchsten und ungewöhnlichsten Wolkenkratzer Schwedens bauen, den Turning Torso? Es ist windig. In nur einer Woche soll die 36. Etage stehen. Bei diesem Arbeitstempo muss jeder Handgriff sitzen. Die Männer von Schicht 1 bleiben auch in der brenzligsten Situation cool. Ich sehe nichts. Und die Chefs? I don't know. Ich weiß nicht weiter. Bleibt Zeit für Privatleben? I don't got no girlfriend. Ich habe keine Freundin. Und wie hält man sich dabei Stimmung? Ich verdiene gut, da kann ich mir eine Flasche Whisky kaufen. Technik Extrem begleitet die Männer 7 Tage auf der verrücktesten Baustelle Schwedens. Malmö, Februar 2004. Schon in einem Jahr wollen die Käufer ihre exklusiven Domizile im derzeit coolsten Wohnhaus Schwedens beziehen. Die Werbebroschüren versprechen, wie eine Lakritzstange wird sich der Turning Torso 54 Stockwerke in die Höhe schrauben. Bei klarem Wetter bietet sich den Eigentümern ein atemberaubender Blick. Sofern das Gebäude jemals fertiggestellt wird. Noch nie zuvor hat sich eine schwedische Wohnungsbaugesellschaft an so ein kühnes Projekt herangewagt. Denn für die Bauherren ist es ein Glücksspiel. Um die Kosten niedrig zu halten, bestehen die Chefs auf einem engen Zeitplan. Im Klartext, die Bautrupps arbeiten in 7-Tage-Schichten. Wochenarbeitszeit 80 Stunden. Nach einer Woche Freischicht geht es wieder im gleichen Tempo weiter. Doch nicht nur das Schicksal der Firma steht auf dem Spiel. Die Zukunft der gesamten Region hängt davon ab, ob es den Bautrupps gelingt, den Turning Torso zu vollenden. Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Der erste Arbeitstag für die beste Truppe, die man für schwedische Kronen bekommen kann. Das sind Thomas, Ulrik, Jon und Patrick. Sie und die anderen 17 Männer entstammen Wikingerfamilien. Selbst wenn ihnen der Wind mit 75 Kilometern pro Stunde um die Ohren pfeift und der Sturm die Temperatur weit unter Null drückt, geben sie nicht auf. Über das Wetter verlieren Wikinger wenig Worte. Ich bevorzuge den Sommer. Harte Bedingungen, harte Männer. Sie sind Wikinger. Die Nordmänner des 21. Jahrhunderts suchen ihre Abenteuer nicht mehr auf den Weiten der Ozeane, sondern im Himmel. Die Jungs sind für handfeste Späße. Das ist kein gewöhnlicher Bürolift. Dieser ungemütliche Käfig hängt an der Außenseite des Gebäudes. Er bringt die Männer zu ihrem kalten und gefährlichen Arbeitsplatz, 120 Meter über dem Erdboden. Wie findest du das? Der Aufzug verfrachtet Ulrik Olsson und seine Kumpel innerhalb weniger Minuten in eine völlig andere Welt. Die Männer werden von heftigen Windböen empfangen. Das Team ist zwar perfekt eingespielt, doch um ein Geschoss von 400 Quadratmetern Grundfläche in 7 Tagen fertigzustellen, brauchen sie einen genialen Helfer. Der ist made in Germany, heißt aber ACS, Automatic Climbing Structure. Rund um den Klettermaxen wird jetzt das 36. Stockwerk entstehen. Hinter der glatten Fassade des Wolkenkratzers verbergen sich 64.000 Tonnen Stahl und Beton, das Rückgrat des Riesen. Die ACS ist die Fabrik, in der dieses Skelett erzeugt wird. Sie gießt die Betonböden, Stockwerk für Stockwerk. Ist der Kernabschnitt fertig, klettert die ACS nach oben.
Die umgebenden Böden werden von temporären Plattformen ausgefertigt, den sogenannten Tischmodulen. Miteinander verbunden bilden sie die Unterlage für die Stahlarmierung und den Beton. Sobald der Beton abgebunden hat, werden die Tische abgebaut und für die darüber liegenden Stockwerke verwendet. Doch auch eine geniale Konstruktion ist nicht gegen höhere Gewalt oder menschliches Versagen gefeit. Patrick Perschon soll die Tischmodule am Kran verankern. Bevor sie zum Bau des neuen Stockwerks eingesetzt werden können, müssen sie vom Bodenpersonal gereinigt und gewartet werden. Damit alles wie am Schnürchen klappt, braucht man einen Mann mit Überblick. Kranführer Jon Nytlander. Der Arbeitsplatz des Chefmarionettenspielers liegt in 150 Metern Höhe. Ja, komm. Da er über allem schwebt und praktisch alles sieht, haben ihm die Männer den Spitznamen Gott verpasst. Nytlanders Arbeitsweg ist nicht jedermanns Sache. Zwar legt er ihn größtenteils mit dem Fahrstuhl zurück, doch die letzten 6 Meter muss er eine Leiter hochklettern. Daran hat er sich gewöhnt, doch bläst ein eisiger Wind, kann vor allem der Abstieg endlos erscheinen. Das ist nicht lustig. Auch Nytlander ist kein Mann der vielen Worte. Inzwischen sind Nytlanders Kollegen mit den Vorbereitungen fertig. Ja, now it's time. Auf ihr Zeichen hin bringt der Kranführer eine gigantische Gabel in Position. Die Männer angeln sich das Führungsseil und holen sie ein. Dann befestigen sie die Gabel unter dem Tischmodul. Nun müssen sie noch die Beine lösen und unter die Platte klappen. Jetzt kann der größte Tisch der Welt abheben. Die Männer geben ihm einen Stoß, um ihn in die richtige Position dirigieren zu können. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass Nytlander ihn im richtigen Moment herauszieht. Ein Tischmodul bietet dem Wind viel Angriffsfläche. Leicht kann er es in ein riesiges Pendel verwandeln. Und das ist schwer genug, um einen Mann sofort zu erschlagen. Der erste der 23 Tische ist heil gelandet. Der Termindruck sitzt den Männern ständig im Nacken. Das Projekt ist in Verzug, denn durch das schlechte Wetter gingen seit Dezember 10 Tage verloren. Der Kostenplan ist um Millionen Kronen überzogen. Die Kosten sind gestiegen. Wir haben Zeit verloren. Und Zeit ist Geld. Johnny Urbeck ist die treibende Kraft hinter dem Turning Torso. Jahrelang hat er für seine Vision gekämpft. Alles fing mit diesem Foto an. Es zeigt eine Skulptur des spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava. Ich sah diese Skulptur aus Würfeln, die gegeneinander verdreht waren. Da dachte ich, so könnte ein Wohnhaus aussehen. Das wäre fantastisch. Urbeck war überzeugt, dass Calatrava von seiner Idee begeistert sein würde. Er irrte. Er war nicht so angetan davon, machte aber einige Zeichnungen. Doch die zeigten etwas anderes. Calatrava hielt Malmö für eine schmuddelige Industriestadt mit verwaisten Schiffswerften, hoher Arbeitslosigkeit und schlechter Bausubstanz. Das war kein geeigneter Ort für einen avantgardistischen Wolkenkratzer voller Luxus-Apartments. Doch Johnny Urbeck legte einen Plan vor, der Malmö zu neuem Glanz verhelfen sollte. Die Öresundbrücke. Das 16 Kilometer lange Bauwerk sollte die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Südschweden verbinden.
Ørbæk hoffte, die dänische Schickeria nach Malmö zu locken und die Arbeiterstadt in eine angesagte Metropole zu verwandeln. Dieses Haus ist Kunst. Man lebt in einem Kunstwerk. Die Leute sollen sagen, schaut mal, hier wohne ich. Johnny Ørbæk war sicher, dass mit der Brücke auch die Prada-Handtaschen Einzug halten würden. Das überzeugte Calatrava schließlich. Doch bislang hatte der weltberühmte Architekt Universitäten und Opernhäuser entworfen. Dieses Gebäude ist für mich aus zwei Gründen wichtig. Es ist mein erstes Wohnhausprojekt und zweitens, es ist mein erster Wolkenkratzer. Das ist eine doppelte Herausforderung. Ein Architekt, der Neuland betritt und ein Stadtentwickler mit Jet-Set-Ambitionen. Das Schicksal von Malmö und Johnny Ørbæk liegt in den Händen der Männer, die auf der Hochhausbaustelle eine 80-Stunden-Woche durchziehen. Die haben inzwischen alle 23 Tischmodule gesäubert. Nun werden sie hochgehievt, damit die Arbeit am 36. Stock losgehen kann. Das Spiel zwischen Kranführer und Bodenpersonal beginnt. Auf ein neues. Unter 20 Meter Höhe fangen die Männer die Tische vorsichtig mit der Hand ein und bringen sie in die korrekte Position. Statt auf rutschigen Schiffsplanken schwere Segel zu bändigen, dirigieren heutige Wikinger in schwindelnder Höhe Betonverschalungen und Armierungen. Um das Tischmodul zu sichern, genügen ein paar Nägel. Peter Viktoran überprüft, ob es exakt waagerecht steht. Ist alles klar, wird das Modul am Betonkern des Hochhauses befestigt. Zum Schluss werden die Beine am Boden festgeschraubt. Das erste der 23 Tischmodule steht. Am späten Nachmittag hat das 36. Stockwerk Formen angenommen. Die Tischbeine bilden einen dichten Wald von Stützsäulen. Sie müssen die schwere Betonlast tragen, die als nächstes auf die Tische gegossen wird. Erst als der Tag zu Ende geht, sind alle 23 Module an ihrem Platz. Die Männer haben es eilig, nach Hause zu kommen. Aber wo wohnt man, wenn man das exklusivste Apartmenthaus Nordeuropas baut? Im Schatten des Turning Torso liegt dieser Wohnwagenplatz. Der ist das Ziel von Patrick Persson. Seine Familie wohnt in Nordschweden, hunderte von Kilometern entfernt. Perssons Arbeitsweg ist kurz und die Unterkunft kostet nicht viel. Sie ist nur etwas beengt. Ich wollte Zimmermann werden, weil ich von dem ganzen theoretischen Zeug in der Schule die Nase voll hatte. Das hier ist was ganz anderes. Ich habe einen Sohn, heißt Oskar. Er ist 7. Ich vermisse ihn sehr. In der Schule erzählt er jedem ganz stolz, dass sein Papa den Turning Torso baut. Er besucht mich gerne hier im Wohnwagen. Ich musste ihm versprechen, ihn zu behalten, wenn wir hier fertig sind. Patrick geht früh schlafen, denn morgen steht die schwerste Arbeit bevor. Freitag, Tag 2 von 7. Zwar scheint die Sonne, aber die Temperaturen bewegen sich um minus 20 Grad Celsius. Es ist eben Februar in Malmö. Gesicht und Wangen werden echt kalt. Man kann sie nicht richtig schützen.
Vom Hubschrauber aus erkennt man, welches immense Arbeitspensum die Männer gestern bewältigt haben. Aus 23 Tischmodulen haben sie eine 400 Quadratmeter große Pfanne zusammengefügt, in die der Beton gegossen wird. Doch zunächst muss die Armierung gelegt werden. Die Armierung ist das Skelett des Gebäudes. Ohne dieses stählerne Innenleben würde der Beton zusammenbrechen. Scheinbar schwerelos schwebt die erste Armierung ein. Doch das Teil wiegt 1,5 Tonnen. Und wer unter so einem Stahlkäfig begraben wird, braucht sich um seine Rente keine Gedanken mehr zu machen. Wie geht ein Wikinger mit der Gefahr um? Alles ist schwer, alles. Es ist ziemlich schwierig. Mehr Gefühle kann man von einem Wikinger wohl nicht verlangen. Die Teile landen zwar am richtigen Platz, aber sie passen nie perfekt zusammen. Die Rohre und Leitungen müssen jedes Mal zurechtgeschnitten werden. In Handarbeit fügen die Männer dann die einzelnen Stahlarmierungen zusammen. Währenddessen bereiten ihre Kollegen diese stählerne Biskuitrolle auf ihren Abflug vor. Damit beginnt die Arbeit an der gefährlichsten Aufgabe des Tages, dem Bau des Rückgrats aus Stahlbeton. Der Torso windet sich um einen Betonkern in die Höhe. Er ist ein Teil der Stützstruktur, der die kräftigen Winde abfedern soll, die auf den Wolkenkratzer einwirken können. Ohne sie würde das Gebäude um seine Achse schwanken. In den obersten Etagen um rund 30 cm. Und alle Architekten wissen, dass sie für solche Wohnungen keine Käufer finden. So hochgelegene Apartments sind für Architekten besonders schwierig. Der Besitzer will in Ruhe Kaffee trinken, aber nicht das Gefühl haben, in einem Boot zu sitzen. Die Männer wissen, dass ihnen beim Verlegen des stählernen Rückgrats in die enge Betonröhre leicht Fehler unterlaufen können. Deswegen vertrauen sie auf die Erfahrung von Bank Eck. Der entdeckt prompt, dass die Stahlrolle falsch herumhängt. Jetzt wissen wir, wie man einem Wikinger ein Lächeln entlocken kann. Seine Kollegen müssen noch mal von vorn anfangen. So ist es besser. Am Rand der in 120 Meter Höhe liegenden Plattform bringen die Männer die tonnenschwere Stahlgitterrolle in ihre Endposition. Übrigens alles ohne Netz und doppelten Boden. Rechte Winkel gibt es hier nicht. Jeder einzelne Abschnitt des Betonrückgrats wird genau in den darunterliegenden eingepasst und zugleich um einen exakten Winkel gedreht. Auch noch nach einem Jahr Erfahrung mit der Korkenzieherkonstruktion zerrt die vertrackte Arbeit am Geduldsfaden der Männer. Sie verleitet sogar Wikinger zu Gefühlsausbrüchen wie Anders Manson. Alles ist falsch. Aber Wikinger bekommen ihre Gefühle schnell unter Kontrolle. Die Arbeit geht zügig voran. Während die Männer oben unermüdlich schuften, könnten diese Stahlelemente das ganze Projekt zum Kippen bringen. Derartige Probleme sind Chefsache. Der heißt Ingvar Nolin und ist der Baudirektor des Turning Torso-Projekts. Nolin trägt die Verantwortung für die gesamte Produktion. Er hat schon viele und komplizierte Projekte betreut, doch so etwas wie hier ist ihm noch nie untergekommen. Wir sind in einem rasanten Prozess. Jeden Tag passiert etwas Neues und jeden Tag muss man neu entscheiden. Was sollen wir nun machen?
Nolins größtes Sorgenkind ist zurzeit dieses weiße Stahlgerüst, das sich um das Gebäude windet. Ohne das Gerüst würde der Torso zusammenstürzen. Wie viele andere Bauteile auch, wurde das Stahlgerüst im Ausland vorfabriziert. Die Qualität des Stahls schien einwandfrei. Doch bei der Montage stellten die Arbeiter fest, dass sich überall die Schweißnähte lockerten. Und deswegen steht Ingvar Nolin mit den spanischen Lieferanten auf Kriegsfuß. Unser Vertragspartner hat alle Teile zugleich hergestellt. Wir haben sie immer wieder überprüft, aber sie taugen nicht. Und nun haben wir ein Problem. Nolin gibt nicht so schnell auf. Er lässt die fehlerhaften Schweißnähte an Ort und Stelle erneuern. Doch das führt zu weiteren Verzögerungen. Zum Beispiel darf die makellos weiße Fassade beim Schweißen nicht den Funken ausgesetzt werden. Das ist der Dominoeffekt. Die Platten sind fertig, der Marmor ist da. Wir wollen nächste Woche mit dem Streichen anfangen. Doch das klappt einfach nicht. Es ist eine Katastrophe. Um sich auf den Showdown mit den Lieferanten vorzubereiten, informiert sich Nolin vorab über das spanische Geschäftsgebaren. Das hier ist gut. Ein Bevollmächtigter war stolz darauf, dass die Abteilungen nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, sie kommen sich nicht ins Gehege. Doch es kommt noch schlimmer. Die Spanier weigern sich nicht nur, Kompensation zu zahlen, sie wollen zudem die noch fehlenden Stahlelemente nicht liefern. Aber ohne die kann das Gerüst nicht fertiggestellt werden. Kein Gerüst, kein Turning Torso. Sie weigern sich zu liefern, bis der Vertrag neu verhandelt wird. Das ist Erpressung. Die begehen Selbstmord. Ungeachtet des Streits um die Stahlträger hat der Bautrupp im 36. Stock inzwischen 70 Tonnen Stahlarmierung verlegt. Das ist ein Tagespensum von 7 Tonnen Stahl in der Stunde. Kein Wunder, dass die Männer so schnell wie möglich nach Hause wollen. Ulrich und Thomas haben nicht nur den ganzen Tag Seite an Seite geschuftet. Um Miete zu sparen, teilen sie sich auch ein Zimmer. Love letters. Oh, keine Liebesbriefe. Es ist hart. Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen. Manchmal gehen wir uns total auf den Wecker. Wikingerstress? 2 Stunden später geht's wieder. Nach 10 Stunden Knochenarbeit haben Ulrich und Thomas keine Energie mehr, etwas zu unternehmen. Außerdem wollen sie morgen fit sein, um die Kneipen von Malmö unsicher zu machen. Sonnabend, Tag 3 der 7-Tage-Schicht. Heute soll der Beton gegossen werden. Zum Glück spielt das Wetter mit. Im 36. Stock bereiten die Männer alles für den Gießvorgang vor. Dann werden etliche Kilometer Stahl unter 120 Tonnen Beton verschwinden. Und wer schleppt diese immense Menge in 120 Meter Höhe? Ein Konvoi von Betonmischern liefert die Ware. Und die verschwindet in einer gigantischen Pumpe. Das ist sie, der Putzmeister. Seine Spitzenleistung beträgt 2500 Kilogramm Beton pro Minute, also 150 Tonnen in der Stunde. Dann pumpt er ihn mit einem hydraulischen Druck von 650 Kilogramm pro Quadratzentimeter gen Himmel. Unter seiner geballten Kraft erzittert die gesamte Arbeitsplattform im 4. Stock. Der Verteilermast überragt die aktuelle Baustelle um 75 Meter. Er spendet den Beton durch ein flexibles Gummirohr.
Mit jedem neuen Stockwerk bricht der Putzmeister seinen eigenen Rekord im Betonhochpumpen. Für die Männer ist es der dritte Arbeitstag, doch für den Chef hat das Wochenende begonnen. Ingvar Nolin zieht sich dann in sein Haus an der Ostseeküste zurück, knapp 100 Kilometer von Malmö entfernt. In der ländlichen Abgeschiedenheit kann er sich von dem ständigen Druck, Entscheidungen zu fällen, erholen. Oder etwa nicht? Hallo, Stefan. Further problems. What? The what? Oh. Wieder geht es um die spanischen Stahlelemente. Is that the welding? Nothing is correct. Oh. The game is over, yes, because I mean, if they Das Spiel ist aus. Wir machen Ihnen einen Vorschlag und wenn Sie den nicht akzeptieren, setzen wir uns Dienstag um 11 Uhr wieder zusammen. Dann lösen wir den Vertrag auf und schicken Sie nach Haus. So viel zu ländlicher Abgeschiedenheit. Mittlerweile hat die Truppe den Boden fertig gegossen. Doch nach Hause können sie noch nicht, denn der Beton muss trocken gehalten werden, damit er ordnungsgemäß abbindet. Die Männer bedecken den Boden daher mit Verschalungen aus Holz und Stahl. Und weil die Jungs heute besonders schnell waren, verlieren sie keine Sekunde, um den Feierabend einzuläuten. Und wo sie den verbringen wollen, wird nicht lange diskutiert. Samstags abends gehen wir ins Mellow Yellow. Während sich seine Freunde noch Mut antrinken, zieht Thomas seine Show ab. Er stammt aus einer ganz anderen Gegend und spricht einen anderen Dialekt. Die Mädels finden das witzig und falls nicht, dann geht er an den nächsten Tisch. Thomas der Hengst. Ulrik, Thomas Zimmergenosse, hat eine etwas andere Vorgehensweise. Ich habe keine Freundin. Die richtige wird schon kommen. Irgendwann. Das einzig Störende am Samstagabend ist, dass er mit dem Sonntagmorgen endet. Der vierte Tag auf der Baustelle. Bergfest einer jeden 7-Tage-Schicht. Während der Beton im 36. Stockwerk abbindet, sollen Ulrik und Thomas den Hausflur der 33. Etage fertigstellen. Wie eine Wendeltreppe windet er sich um den Betonkern des Hochhauses. Irgendwie müssen die Eigentümer ja vom Lift zu ihren Apartments kommen. Thomas, der Womanizer, hat wieder Glück gehabt. Er kann im Innenraum arbeiten. Dort ist es warm und trocken. Das ist der beste Job im ganzen Torso. Seht mal raus, dann wisst ihr wieso. Und wir behalten ihn auch. Thomas ist eben ein Glückspilz. Der Hausflur wird auf dieselbe Art und Weise wie der Boden gebaut. Aber aus Platzmangel müssen hier alle Arbeiten mit der Hand erledigt werden. Das Gerüst steht. Nun legen Thomas und seine Kumpel die Tischmodule auf. Ein Balanceakt.
Sobald der Ring aus Tischmodulen fertig ist, kommt die Stahlarmierung dazu. Dann kann schon der Beton gegossen werden. Alle müssen anpacken, um die Handpumpe zu bändigen. Die spuckt jede Minute 250 Kilogramm Beton aus und schlägt um sich wie ein wild gewordener Maulesel. Genau die richtige Arbeit nach einer durchzechten Nacht. Das ist die kräftige Pumpe. Wenn die an dir zerrt, kommst du dir wie ein 100-Jähriger vor. Doch nicht nur die Männer vom Bautrupp arbeiten unter Hochdruck. Die Vertriebsabteilung läuft ebenfalls auf Hochtouren. Vielleicht sollten wir lieber oben ein Apartment nehmen. Nina und Martin Headland gehören zu den ersten Interessenten für eines der umgerechnet 500.000 Euro teuren Apartments. Die Geschäftsführung hat sie eingeladen, den Ausblick zu genießen. Da ist Süden. Wo stehen wir jetzt? Mitten im Wohnzimmer. Und wo soll dein Flachbildschirm hin, an diese Wand? Ja, hier ist der Flachbildschirm. Und dort soll mein Bücherregal stehen. Ja? Ist das okay? Nein, darüber müssen wir noch mal reden. Dort ist die Küche. Ist das unser Schlafzimmer? Ja. Und es wäre interessant, ob das Bett dorthin passt? Findest du es gut? Wundervoll. Ich kann gar nicht erwarten, hier einzuziehen. Nach 2 Stunden sitzen die Headlands wieder im warmen Wohnzimmer. Ingvar Nolin erholt sich in seinem Landhaus. Nur der Bautrupp ringt noch immer mit der Betonpumpe. Endlich ist es geschafft. Tonnen Beton sind nun auf dem Boden und den Körpern der Männer verteilt. Die wissen, was sie heute getan haben, und die Headlands können später auf einem schönen, glatten Betonboden stehen, wenn sie auf den Lift warten. Ulrich und seine Freunde verrichten die letzten Handgriffe schweigend. Ihnen steht der Sinn nur noch nach Ruhe, einer heißen Dusche und einem weichen Bett. Montag. Am 5. Tag zeigt der schwedische Winter, was in ihm steckt. Seit Schichtbeginn am letzten Donnerstag haben die Männer 44 Stunden am Turning Torso gearbeitet. 36 stehen noch aus. Der Sturm macht ihnen schwer zu schaffen. Heute müssen sie die Stahlarmierung montieren, damit sie den Beton für das Rückgrat des Gebäudes gießen können. Aber auch der härteste Wikinger kann nichts gegen die entfesselten Elemente ausrichten. Die Männer fordern einen Baustopp. Sie fürchten, dass der Wind sie von den Gerüsten fegt. Auf der ganzen Baustelle kommt die Arbeit zum Erliegen. Sollte der Sturm noch stärker werden, fällt dieser Arbeitstag aus. Aber die Bauherren können sich keine Verzögerungen mehr leisten, denn die Kosten sind bereits explodiert und die Wohnungsverkäufe gehen nur schleppend voran. Die Direktoren nehmen Johnny Urbeck in die Zange. Wir treffen uns 2x monatlich. Ich muss immer das gesamte Projekt im Auge behalten. Aber wenn es ums Geld geht, trage ich die Verantwortung. Die nordischen Götter sind Johnny Urbeck heute nicht gewogen. Bei einer Windgeschwindigkeit von über 70 Kilometern in der Stunde müssen sowohl die Aufzüge als auch der Kran stillgelegt werden. Kranführer Nütlander wirft einen Blick auf den Windmesser und gibt seinem Kollegen Lars im 36. Stock Bescheid. Die magische Grenze ist erreicht. 20 Meter pro Sekunde. Sicherheit geht vor. Baustopp. Jon Nytlander verlässt seine schwankende Kabine. Wenige Minuten später ist die Baustelle verwaist.
Zurück im Büro muss Bauleiter Björn Nordgren nun seinem Boss Ingvar Nolin einen Wetterbericht abliefern. Wir haben heute fast den ganzen Tag verloren. Du weißt ja nur zu gut, wie oft es Probleme mit dem Wetter gibt. Aber ich weiß nicht, was wir machen sollen. Die Bautrupps genießen ihren freien Tag. Doch für die Bauherren ist es ein schwarzer Montag. Dienstag, der vorletzte Tag für die Männer der 7-Tage-Schicht. Das Wetter hat sich wieder beruhigt. Während sich die Manager fieberhaft über Pläne zur Kostendämpfung beraten, bereitet sich Ulrik Olsson auf den wohl gefährlichsten Job am Turning Torso vor. Aus 150 Metern Höhe wird mit dem Kran durch diesen schmalen Schacht eine 2 Tonnen schwere Betontreppe hinabgelassen. Ulriks Arbeit beginnt am Fuße des Hochhauses. Er verankert die Betontreppe am Kran und gibt Kranführer Niedlander Order, sie hochzuhieven. Während Ulrik Olsson mit dem Aufzug in die 33. Etage fährt, erklärt Jon Niedlander, wieso seine Aufgabe besondere Konzentration erfordert. Wenn ich alles sehen kann, geht es auch. Doch hier sehe ich nichts und das kann für die Arbeiter gefährlich werden. Ulrik muss Jon die Augen und Ohren ersetzen. Ständig in Funkkontakt dirigieren sie die Treppe durch das Nadelöhr. Schon trifft Jon auf das erste Hindernis, die schmale Luke beim Selbstklettergerüst. Das war zu weit nach links. Ulrik sagt die Richtung an. Zentimeter für Zentimeter bringen sie die sperrige Fracht nach unten. Die letzten Zentimeter muss die Treppe per Hand dirigiert werden. Doch sie ist zu weit vom Treppenabsatz entfernt. Und noch nicht einmal Ulrik kann ein 2,5 Tonnen schweres Betonbauteil an seinen Platz wuchten. Jon muss es wieder hochziehen. Aber es gibt ein Problem. Das Kabel hat sich irgendwo verheddert und weder Jon noch Ulrik können erkennen, wo. Die Lage ist angespannt. Niemand weiß, was schiefgelaufen ist oder ob das Kabel reißen wird. Plötzlich kommt das Kabel frei und der Zug reißt die Last abrupt hoch. Zum Glück wird niemand verletzt. Ein neuer Versuch. Thomas will überprüfen, ob die Stützen an ihrem Platz liegen. Dazu muss er mit den Händen direkt unter das schwere Bauteil greifen. Fünf Männer, ein 150-Meter-Kran, eine 2500-Kilogramm-Treppe und 2 quadratische Blechstückchen, die alles zusammenhalten. Ulrik, Thomas und ihre Kollegen haben die Treppenmontage wieder einmal heil überstanden. Erleichtert senden sie die Kabel gen Himmel. Nicht, dass ein Wikinger jemals zugeben würde, dass er Angst hatte. Ja, es ist gefährlich. Aber auch beim Autofahren kannst du einen Unfall bauen. So ist das Leben nun mal. Und wie ist es Ingvar Nolin inzwischen im Kampf gegen die spanischen Stahllieferanten ergangen? Am Sonnabend war er noch siegessicher. Wir haben eine neue Besprechung am Dienstag um 11 Uhr. Dann kündigen wir den Vertrag und schicken sie nach Hause. Heute ist Dienstag. Und wie sieht's aus?
Wir stehen noch in Verhandlung. Sie haben Anwälte eingeschaltet. Wir verhandeln noch. Anwälte, alles klar. Die Arbeiten am 36. Stock neigen sich ihrem Ende zu. Trotz des Arbeitsausfalls sind die Stahlarmierungen jetzt fertig verlegt. Schon bald können die Männer mit dem Betongießen beginnen und das Betonrückgrat wird um ein weiteres Geschoss wachsen. Der Weltmeister im Betonpumpen wartet schon auf seinen Einsatz. Irgendwas stimmt mit der Pumpe nicht. Warten wir es ab. Die Männer haben schon einen Tag verloren. Doch der Beton muss unbedingt heute gegossen werden, sonst können sie ihren Kontrakt nicht erfüllen. Als erstes überprüfen sie, ob das Rohr verstopft ist, aber das ist frei. Jetzt lastet die Verantwortung auf dem Reparaturtrupp. Doch auch der kann den Fehler nicht finden, was die Laune der Männer nicht gerade hebt. Plan B tritt in Kraft, etwas, das jeder gerne vermieden hätte. Die gigantischen Kräne, die beiden wertvollsten und am häufigsten benötigten Baumaschinen, werden zu den ineffektivsten Schubkarren der Baustelle umfunktioniert. Natürlich treten auf jeder Baustelle Probleme auf, vor allem bei einem so außergewöhnlichen Projekt wie dem Turning Torso. Bauleiter Björn Nordgren ist Kummer gewohnt. There will be problems, and there are problems. Es gibt Probleme und es wird weitere Probleme geben. Das ist normal bei solchen Pumpsystemen. Natürlich haben wir ständig Sitzungen. Genauso plötzlich, wie der Putzmeister in den Streik getreten ist, nimmt er seinen Dienst wieder auf. Der Bautrupp ist erleichtert. Nun kann die Kernsektion fertig gegossen werden. Die Schicht ist gerettet. Mittwochmorgen, der letzte Tag einer Marathonwoche mit 12-Stunden-Tagen. Hinter den Männern liegen jetzt 68 Stunden Schwerstarbeit. Das hinterlässt Spuren. Das ist immer der längste Tag, weil man den ganzen Tag darauf wartet, endlich nach Hause gehen zu können. Das waren viele Stunden. Ich bin wirklich erschöpft. Klar ist man fertig, aber wir haben ja nun 7 Tage frei. Ich will jetzt frei haben. Die letzte Aufgabe ist besonders wichtig. Bevor die Männer endlich ihre Freischicht antreten können, müssen sie die 150 Tonnen schwere ACS eine Etage höher bringen. Sonst hätte die nachfolgende Schicht keinen Arbeitsplatz und könnte nicht mit dem 37. Stockwerk beginnen. Zum Vergleich. Man braucht dazu ungefähr die Kraft, mit der man einen Laden samt Inhalt 30 cm hochheben könnte. Der Beton ist über Nacht getrocknet. Die Männer können nun die Verschalungen des Betonrückgrats entfernen. Als die Truppe mit dieser Arbeit beginnt, erscheint Santiago Calatrava auf der Baustelle. Ingvar Nolin lässt es sich nicht nehmen, den Architekten des Turning Torso persönlich herumzuführen. Wir haben den schwedischen Rekord im Betonpumpen aufgestellt. Keiner hat je solche Mengen so hoch gepumpt. Schön, dass alles funktioniert. Den Bau zu sehen und zu sehen, wie die Leute dort arbeiten, das ist selbst für mich immer sehr bewegend. Das Gebäude wächst durch ihre Hände Arbeit, unter ihrer Aufsicht. Es ist ihre Baustelle. Es ist ihr Gebäude. Sie sind diejenigen, die es erschaffen. Sie sind die wahren Helden. Die Verschalungen werden jetzt sorgfältig für den Transport verstaut. Nun kommt der spannende Teil.
Auf einen einzigen Knopfdruck hin wird die ACS an diesen 16 gelben Stützen ein Stockwerk höher klettern. Diese Schwerstarbeit besorgen diese grünen Hydraulikwinden. Das Klettergerüst ist jetzt betriebsbereit und der Aufstieg kann beginnen. Die Hydraulikpumpen werden angeschaltet und ziehen die ACS nach oben. Mitsamt dem Arbeitsmaterial, den Verschalungen, Plattformen, Stützbalken und Peter Viktorans Männern. Alle hoffen, dass es glatt geht. Das Gelingen der Aktion obliegt Peter Viktoran. Der weiß, dass man dabei einen kühlen Kopf behalten muss, denn sollte er die ACS zu weit nach oben fahren, könnte das Selbstklettergerüst schwer beschädigt werden. In diesem Moment liegt das Schicksal des Turning Torso in den Spitzen von Viktorans Daumen und Zeigefinger. Die Pumpen arbeiten leise und erschütterungsfrei. Die Männer entspannen sich. In genau einer halben Stunde wird die ACS ein Stockwerk höher hängen. Im Zeitraffer sieht die Aktion etwas interessanter aus. Die Männer haben es geschafft. Nach 7 Tagen ist Stockwerk Nr. 36 fertig. Die zukünftigen Bewohner des Turning Torsos werden sich vermutlich keine Gedanken darüber machen, wie viel Muskelkraft, Zähigkeit, Intelligenz, Mut und Humor dazugehören, solch ein außergewöhnliches Gebäude zu errichten. Vielleicht können auch nur Nachkommen der Wikinger so etwas fertigbringen. Wir arbeiten auch noch im Sommer hier. Aber die Leute werden erzählen, dass wir auch im eisigen Winter da oben gearbeitet haben. Es ist mir egal, ob ich nur eine kleine Brücke oder einen Riesenturm baue. Wenn ich mit meinen Freunden über die kleine Brücke fahre, erzähle ich ihnen immer, dass es meine Brücke ist. Ich bin stolz auf das, was ich vorher gemacht habe. Und auch auf das hier. Die Arbeit am Turning Torso geht weiter. In jeder Woche wird wieder eine Etage entstehen, bis das 54. Stockwerk in 190 Metern Höhe vollendet ist. Während der Bautrupp seine wohlverdiente Freischicht genießt, schlagen sich die Chefs mit schwerwiegenden Problemen herum. Ingvar Nolin wartet immer noch auf den spanischen Stahl. Hallo Javier, wie geht's? Hat sich was bewegt, seit du gestern Abend abgereist bist? Nichts? Also sind wir keinen Schritt vorangekommen. Wir müssen eine Lösung finden. So geht es nicht weiter. Okay. Rufst du zurück? Will you call me back? Wann? When? 2 hours. In 2 Stunden. Okay. Ich warte. Call me in 2 hours. Okay. Bye. Nach Abschluss der Dreharbeiten gelang es Ingvar Nolin schließlich, sich mit den spanischen Lieferanten zu einigen. Sie bekamen ihr Geld und Nolin seinen Stahl. Doch die Kostenexplosion forderte auch Opfer. Johnny Urbeck, der Mann, der seinen Traum von einer bewohnbaren Skulptur verwirklichen wollte, fiel beim Bauherren des Turning Torso in Ungnade. Die Wohnungsbaugesellschaft HSB hat jetzt einen neuen Geschäftsführer. Doch wie jeder Wikinger weiß auch Urbeck, worauf es im Leben ankommt. Man braucht Liebe, gutes Essen und ein schönes Plätzchen zum Leben. Dann sind die Menschen glücklich.